Die Szene war schnell fotografiert. Ein Bild von vielen an der Baustelle hinter dem Hauptbahnhof. Leicht erhöhter Standpunkt, der gewählte Ausschnitt und der Moment ist erfasst und fixiert. Ein typisches Bild für eine Baustelle. Man scheint den Lärm zu hören, die Passanten hasten vorbei, Licht- und Schattenspiel, viele Details und Spiegelungen, hektisches Treiben. Dieses Foto soll als Vorlage für ein Gemälde dienen. Ohne eine solche Vorlage lässt sich so etwas kaum malen. Man könnte vor Ort Skizzen anfertigen, um das Flüchtige einzufangen, was in einer solchen Szenerie steckt, aber die vielen Details ließen sich kaum erfassen. Wozu aber überhaupt ein Foto abmalen? Das sollte dabei schon Neues entstehen. Bei den sogenannten Fotorealisten war die Kopie des Fotografierten so echt, dass man über die handwerkliche Fertigkeit nur staunen konnte. Letztlich blieb das aber dem Formalen verhaftet, war glänzende Oberfläche. Will man mehr eine neue Aussage treffen, die sich vom Fotografierten löst, vielleicht darüber hinausgeht, auf jeden Fall aber etwas anderes sagt, findet sich im vorliegenden Foto ein Motiv, das viele spannende Details enthält und vielfältig interpretiert werden kann. Der Malprozess ist ein ständiges Neusehen des Fotografierten. Das genaue Betrachten begleitet den langsamen Malprozess. Der Maler kann die Vorlage nach Belieben verändern, Teile des Motivs weglassen und oder andere hinzufügen. So setzt sich das Bild Stück für Stück neu zusammen und das Neue, das dabei entsteht, strahlt meist eine größere Ruhe aus als die Fotografie. Der dargestellte Augenblick bekommt ein anderes Gewicht. Man erwartet nicht mehr, dass sich etwas verändert, weiter bewegt. Die Bildaussage lässt sich also zielgerichtet beeinflussen. Das ist allerdings auch dem Malstil geschuldet, der relativ streng und zeichnerisch angelegt ist, sich auf Details zwar einlässt, auf letzte Exaktheit dabei aber verzichtet. Die in Ansätzen naturalistische Darstellung dient einer realistischen Aussage. Es geht hier jetzt weniger um eine beliebige Baustelle als um das Verhältnis Mensch und Maschine. Außer dem Baggerfahrer wurden alle Menschen aus dem Bild genommen, die seitliche Bewegung der Vorbeihastenden entfällt. Zudem wurden Bildraum und Ausschnitt noch weiter begrenzt. Der riesige Bagger ist nun in den Bildrahmen gezwängt, den er trotz der Randschneidungen nicht sprengen kann. Der Blick des Betrachters ist dadurch sprichwörtlich eingeengt und wird zudem durch die Absperrgatter und das Verbotsschild rot-weiß immer wieder zurück zum jetzt einzigen Lebewesen auf dem Bild, dem Baggerführer, geführt, der von seiner Kanzel aus das Ungetüm dirigiert. Diese Wechselwirkung von Mensch und Maschine bekommt dadurch eine zentrale Bedeutung.